Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. So, ja, ich habe hier mal die Straße abgebrochen, weil die wollten. Ernsthaft. Weil die wollten da jetzt reingehen und hier gibt es ja noch nichts. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt aus dem Tierhandel. Ich habe ewig gesucht. Das war echt krass. Also, mit normalem Geld gibt es kaum noch was. Ist ja klar, weil alle verkaufen ihre für na? Erhaltungspunkte? Arterhaltungspunkte, weil Geld hat man ja. Also normalerweise. Genau, und ich habe jetzt geschlagen eine halbe Stunde gesucht und ich habe jetzt. Das hat er noch gar nicht aktualisiert. Ich habe zwei Springböcke, einen Steppenzebra und zwei afrikanische Wildhunde. Und die Wildhunde habe ich auch mit Arterhaltungspunkte gekauft und die Springböcke auch. Und das Steppenzebra mit Echtgeld. Weil die für Arterhaltung, die sind viel zu teuer. Gut. Und jetzt, bevor ich die aber. Nee, nicht bevor. Doch. Bevor ich die hier reintun kann, will ich. Ja, man sieht schon sehr gut. Will ich ein Tunnelsystem für die Mitarbeiter machen, weil hier gehen dann die Wege für die Zuschauer entlang. Einmal rundrum. Beziehungsweise einmal hier so T-förmig und dann geht es hier hoch. Also mache ich eine erhabene Brücke, sage ich mal, und dann geht es da wieder runter. Und da unten sind dann die Mitarbeiter-Dinger. Beziehungsweise ich grab hier einen Tunnel, der geht straight hier durch, hier hoch und dann dahin. Und von hier geht dann einer hier hin, dann ist hier der Mitarbeitereingang. Dann geht hier eins hin und dann da eins hin. Also zuerst, ich muss halt schauen, wie groß die Tiere das haben wollen, aber ich glaube, das kann man sehr gut durch drei teilen, durch vier teilen. So, aber trotzdem muss ich hier entlang bauen. La 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 lang. So. Warte, Weg. Was ist da blockiert? Da war gerade ein Weg, du Dummerchen. Dann mache ich einfach. Wieso ist das. Egal. Dann mache ich es eben anders. Warte. Zweimal hier rum und einmal hier rum. Wenn es nur so geht, meine Güte. Aber jetzt hat der hier ein Trouble, hier weiterzubauen. Gut, dann baue ich halt so weiter. So, und zwar ein bisschen länger jetzt. So, und dann geht's. Ne, eigentlich geht's schon hier als Tunnelwald weiter. Wieso ist der jetzt blockiert? Nein, du sagst. So, ein bisschen kürzer bis hier. Genau, und dann. Tunnel.
Diese. Warte, ich mach mal einen normalen Terrarbearbeitung fehlgeschlagen. But why, Junge? Du sollst doch einen Tunnel machen. Wegstützen. Nein. Warte mal. Ich mach mal hier alles weg. Und fange hier einen Weg neu an. Okay. Dann geht's halt nur so. So. Noch eins runter und dann geradeaus weiter. Warte, wo bin ich denn gerade? Wieso kann ich so nicht raus? Ich kann hier nicht raus. Ich kann nicht durch die Dinge sliden. Okay. Warte. Ich glaube, ich baue immer noch runter. Ja. Tja, was mache ich da gerade? Tja, was habe ich da gerade gebaut? Okay, schauen wir mal. Ab nach unten? Ein bisschen seltsam. Ah ja. So, das war's jetzt, oder? Ich kann hier halt nichts sehen. Ich glaube, das war's jetzt, okay. Dann. Ja, ich habe hier voll den tiefen Tunnel gebaut. So, ich will nämlich hier jetzt gerade bauen. Ich kann ja, warte. So, jetzt halt aber, oder? So, aber das ist echt komisch, dass ich ja nicht. Ah, jetzt geht's. Okay. Ah, krass. Okay. So, weil ich will jetzt hoch. So. Und jetzt nicht mehr so. Genau. Super. Und jetzt. So, und jetzt Tunnel ausschalten. So, gut, dann können die diesen ewig weiten Weg gehen. Das werden sie werden es hassen. Okay. Also hier ist ein Gehege, da ist ein Gehege. Aber das mache ich dann, wenn ich bitte ohne Geländer, bitte ohne mit Geländer, nee.
Irgendwie funktioniert es nicht. Naja, egal. Das, darum kümmern wir uns später. Gut, also. Dann. So. Tiere. Handelszentrum. Dida, Dida. Werden verlegt in Ge. Warte, da muss ich ein bisschen. Starten. Warte. Und jetzt brauchen wir hier nämlich neue Mitarbeiter. Uiuiui. Da habe ich echt Angst, neue Mitarbeiter. Also. Zugpfleger 1, 2. 3, 4. Ich brauche 4, 4. Also 2 hier und 2 da. Dann. Die kosten ja nicht so viel. Dann ein Techniker. Dann ein Ach so, warte mal. Zoopfleger brauche ich gar nicht so viele. Die beiden sind weg. Ich brauche nämlich Tierpfleger hier. Techniker, Tierpfleger, genau, und Tierpfleger hier. Und Tierpfleger sind die teuren, naja. Tierpfleger nochmal. So. Und dann der Tierarzt lasse ich mal. Ja, wobei. Okay. Uiuiui, das wird teuer. So. Also. Die mache ich runter auf 1,5. Die bleiben 1,5. 1,5. Okay. Dann kein Arbeitsbereich. Die bekommen diesen Arbeitsbereich. Das, der heißt Afrika. Ja. Okay. Gut. Dann Mitarbeiter Flamingo. Der geht ins Afrika. Der geht ins Afrika. Der ist Afrika und der ist Afrika. Techniker, Flamingo, der ist Afrika. Verkäufer, das passt. Tierarzt, Afrika. Okay. Gut. Jetzt, ja. Genau, und, warte. Tieraufbewahrung. Die verlegen Gehege 9 und den Kleinen auch verlegen. Der ist so verlegen, der Kleine. So. Gut. Ah, wo ist der andere Springer? Ich dachte, ich hätte. Oh, habe ich die gar nicht? Oh, verdammt, ich habe die gar nicht gekauft. Verdammt. Warte mal. Verdammt. Warte, nee. Ah, ich habe die doch gekauft. Filtern. So, jetzt Preis nach. So. Oh Mann. Ah, stimmt. Ich habe nur die markiert. Da finde ich die wieder. Finde ich die wieder. Das war ein Springbock.
Für 30? War das so? Ah, verdammt. Das glaube ich nicht mehr da. Ah, verdammt. Verdammt, Gabelbock. Das, genau, das war der schlechte, ja. Das war auch eine schlechte. Ah, wo ist sie hin? Du kleiner Springbock, du. Spießbock, Rappen, Antilope. Wieso kaufe ich die auch nicht? Ich dachte, ich hätte die gekauft. Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. Nee, habe ich nicht. Ah. Ja, nee, die gibt's nicht mehr. Okay, gut. Dann suche ich mal wieder die hübsche Kleine. Oder eine neue. Das Ding ist halt, ich brauche jetzt eine für die ich mit Aderhaltungspunkte kaufen kann, weil wenn sich die beiden paaren, also eine, also der eine, das Männchen habe ich ja mit Aderhaltungs gekauft, Punkten, und wenn ich das Weibchen jetzt mit Geld kaufe, dann kann ich die aber, also die Kinder kann ich dann nicht mehr mit Aderhaltungspunkten verkaufen. Das ist das halt. Ich muss billiger. Aber bis 40 ist halt. Das finde ich ja zum Beispiel blöd, dass der eine mit den Zebra, das es ist überhaupt nicht viel. Das waren 2, 3, 4 Arterhaltungspunkte, das ist ein Witz. Aber das, ja, hatte keine Fruchtbarkeit. Also das heißt, wenn die anderen Aspekte rot wären und er trotzdem ein bisschen Fruchtbarkeit hätte, dann okay. Aber ohne Fruchtbarkeit, warum sollte man sich das kaufen? So. Erdferkel. Da sind also, ja. Da ist noch ein Warzenschwein. Ich kann mir jetzt auch ein Warzenschwein kaufen, Spießbockrad. Aber irgendwie die vierte Seite will er nicht laden. Voll komisch. Ah, okay, dann schauen wir mal später. Wir schauen sobald da irgendwas los ist. So, also. Genau, Abrechnung minus 33. Ja, okay, aber das ist nicht ganz so schlimm. Weil sobald hier welche drin sind, genau, mache ich wieder Pause. So. Und dann mache ich das Gehege. Gut, Lebensqualität ist natürlich, Gehege ist natürlich auch wenig gut. Warte, bevor ich es vergesse. Es wird jetzt hier geforscht.
Es wird da geforscht und es wird da geforscht. Dankeschön. So. Was brauchst du denn? Also, wie viel Gelände brauchst du denn? Oh ja, okay. So wenig braucht er gar nicht. Er braucht 1100. Wie groß ist 1100? Ich schau mal kurz, wie groß das da ist. 700. 400. Plus ein, ja, 500. 700. Okay, dann wird es, glaube ich, reichen, wenn ich das da mit dem verbinde. Oder ich ja, warte. Gehegebarriere. Warte, noch eine Frage. Noch eine Frage. Hier, der da. Nein. Süß, aber. Wie sieht's bei dir mit Barriere aus? Was brauchst du für eine Barriere? Wo steht das? Ah, wo steht das nochmal? Ah, einfach in Sopedia steht das. Grad 2, okay, das habe ich. Okay, alles klar. Gut. Gut, du brauchst 1000 noch was. Okay. Holzstämme. Ja, genau. Widerstandsgrad ist 3. Dreh. Gut, dann werde ich hier anfangen, ne? Und hier runter. Gut. Wie groß ist das jetzt? 1500. Ja, das ist doch perfekt für dich. Gut. Dann stabiler Rückzugsort. Gras lang, Gras kurz. Erde. Okay, alles klar. Geländer. Erstmal alles Gras kurz. So, und jetzt Erde leicht. Ist hier ums Wasserloch. So, und ein bisschen hier. Hier ist also ein stabiler Rückzugsort, würde ich sagen. Gut. So, dann Umgebung, Pflanzen. Na, Bepflanzung mögen die gar nicht viel, aber... Ich mag Bepflanzung, deswegen, Biotop ist die, warte, das ist Teil in die Graslandschaft und Afrika, Kontinent, ich sage immer automatisch Kontingent, ja, egal, gut, echter Papyrus, Papyrus ist doch schön, oder, warte mal, mach mir Rohschilf. Ja, das wird zu viel für ihn. So, bisschen, ja, bisschen, so, hier ist ja sein Ruheort oder sein Rückzugsort und hier kann er sich auch noch Schatten gönnen. So, und dann hatte ich, markiere ich mal, damit ich immer das sehe. Also an sich wäre das schon genug, aber mir ist es nicht genug. Afrikanisch, klar. Graslandschaft. Elefantengras. Ist das Staude? Echter Papyrus?
So. Die müssen so. So, das gefällt Ihnen ja schon ganz gut, ne? So, Geländer ist perfekt. Pflanzen sind auch gut. Dann Gehege. Was braucht er da? Stabiler Rückzugsort, natürlich. Da bauen wir ihn mal eine schicke Steinding, die... Ich würde sagen, das Steinzeug wird eine zweifache Höhle. Also ich baue hier eine Höhle und hier aber einen kompletten Fels. So. Sie so war kein Trainer.